Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und weiter geht's mit Prison Architect. Wir haben die Idee und die werden wir machen und so. Ihr versteht, was ich meine. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Aber das wird schon irgendwie seinen Weg gehen. Okay, ich ziehe die Idee wieder zurück. Finde die doch nicht so gut. Ich fände sie anders besser. Sagen wir es mal so. Ich fände sie anders besser. Und zwar so. Hat hier keine Tür hingeknallt? Will er das nicht? Ist er gegen mich? Arbeitet er gegen mich? Zaun. Extra ein bisschen versetzt. So, wir haben ja noch ein bisschen Platz hier. Und das werden wir nutzen. Ich verstehe nur nicht, warum er das jetzt nicht machen wollte. Wieso willst du da keine große Tür hinstellen, wenn ich dir sage, dass du das tun sollst? Frechheit. Unsere Arbeiter sind einfach unglaublich überfordert. Wir bräuchten wahrscheinlich viel mehr. Aber wer nicht kann, der kann nicht, weil wir nicht haben. Und wenn wir nicht haben, können wir nicht. So einfach ist das. So funktioniert das Geschäft. So. Sollten wir vielleicht hier noch Zaun wegmachen? Wollte schon sagen, ey. Warum bin ich irre hier? Kommt er mir an hier mit. Wir haben kein Geld. Ist klar. Wenn ich sage, wir haben Geld, dann haben wir Geld. So. Ah, wir haben wirklich Geld. Es liegt nur rum. Liegt nur etwas unnütz rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Reicht nicht. Siebzehn. Reicht trotzdem nicht. Ich hab gerade mal gezählt, wie viel wir brauchen, um 200 zu kriegen, damit wir diese 20.000 bekommen. Aber das reicht nicht. Es will einfach nicht reichen. Ich weiß leider nicht, wie wir das jetzt am besten hinboxen, aber wir lassen es erstmal so. So. Wasser. 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 Und Wasser.
Abfluss. Duschkopf, Duschkopf. Duschköpfe hingeknallt. Eine Tür hingeknallt. Wie will der mir kein Gehweg hinmachen? Bist irre. Ja, egal. So. Ja, hier schlägt der Hund immer an, aber da ist eigentlich gar nichts. Jetzt wollen wir einen Hof hier haben. Und eine Dusche hier haben. Und dann werden wir das Ganze klassifizieren. Jetzt normal und normal. Wir haben auch nur die Normalos was zu suchen. Ja, und die niedrigstufigen, die kriegen den Hof und den Duschraum. Und dann dürfte es hier keine Probleme mehr geben, dass die hier ausbrechen und da irgendwo hingehen. Dann ist das Problem schon mal gelöst. Dann werde ich noch Telefonzellen einbauen. Installieren. Billardtisch, haben wir da noch Geld? Haben wir nicht. Haben wir wohl. Irgendwo hier haben wir drum liegen, ich sehe es doch. Schaffen die es gar nicht, hier duschen zu gehen, habe ich das Gefühl. Das sah zumindest so aus. Haben sie hier ihren Hof, genau. Das habe ich mir vorgestellt. Kriegen sie hier noch ein paar Tische hingeknallt. Handelbänke kriegen sie auch. Wieso ist hier Blut? So, warte mal. Nehmen wir uns mal ihn hier und du geh mal hierher. So, dann geht er nämlich hierher und macht den da heile. Und da haben wir einen Tunnel. Unverschämt. Unverschämtheit, sage ich euch. Unverschämtheit, diese Leute. Kriegen hier alles, was sie brauchen, ja, und bauen Tunnel. Machen wir meine Zellen kaputt. Oh. Oh.
Ihr Schweine! Im Kollektiv machen die meine Scheißhäuser kaputt. Ich glaube, ich spinne. Das Scheißhaus-Trio. Und Drogen haben sie auch dabei. Verrückt. So, wieso, hat da keiner Wasserding hingemacht? Keine Ahnung, ich demontiere das mal hier. Den Duschkopf. Ja, was wollte ich jetzt machen? Da war noch was Wichtiges. Irgendwas war wichtig. Achso, ich wollte, glaube ich, den Tischler-Job wollte ich wegmachen. Aus dem Programm. Ach, lassen wir es. Die Sache ist, wenn wir das rausnehmen würden, würden, glaube ich, die Holzsachen dahin wandern, wo wir sie hin haben wollen, ja. Natürlich geil. Das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir unser Personal mal langsam wieder aufstocken. Und zwar brauchen wir Hundeführer. So, und was den Leuten wahrscheinlich am meisten gefallen wird, sind die hier. Hier kommt auch so einer hin. Und Wachen an sich müssen wir mal aufstocken. Dann müssen wir die Gärten aufstocken. Und die Hausmeister auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon keine Asche mehr. Aber das ist egal, weil wir brauchen das. Und müssen das hier nochmal ein bisschen schicker machen, schöner machen. Und die Telefone müssen wir abhören. Muss ich auch noch ein paar Teile bauen hier zum Abhören. Damit wir die ein bisschen belauschen können, die Leute. Ja, das machen wir erstmal. Jetzt tun wir ein paar Objekte wieder verkaufen. Ich bin jung und brauche das Geld. Ja, und ihr seht, hier liegt so viel Geld rum. Man muss es nur einsammeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es muss tatsächlich nur eingesammelt werden. Und jetzt kann ich das hier ein bisschen schöner machen. Wir das jetzt hier machen. Sehr gut. So, dann wollen wir hier. Ach. So. 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 Hier noch was hin. Geht gar nicht. Okay. Und dann wird das Ganze mal ein bisschen erstens schöner gemacht und ein bisschen strukturierter. Denn wir müssen jetzt zusehen, dass wir unser Personal so aufstellen, dass es sicher ist. So, und deshalb kommt hier mein bewaffneter Mann hin. Und weil ich weiß, dass die nicht gut drauf sind, weil sie nie gut drauf sind, kommt hier auch noch einer hin. Und des Weiteren stellen wir dann auf Telefonzellen für die Leute natürlich. Was ich immer noch irgendwie total unsinnig finde, weil warum sollten Knackis nach draußen telefonieren können? Aber okay. Was mache ich denn hier? So. Schön, wie es wieder nicht aufgeht. So, und hier können sie zocken.
viele haben wir ja eh nicht. So, wo ist hier schon wieder ein Tunnel? Achso, das ist, weil da eine Wasserquelle ist. Und dann nimmt der Hund das wahr und sagt, ey, da ist doch ein Tunnel. Dabei geht da nur Wasser durch. So, vom Personal her muss ich sagen, da fehlt es immer noch ein bisschen. So. So. Jetzt kriegen wir natürlich weniger Asche rein. Natürlich doof. Doof, doof, doof. Aber egal. So ist das. Guck mal, der hier kriegt es jetzt auch wieder hin, hier seinen Weg hier hin und her zu machen. Finde ich super. So, und die Leute sind alle wieder einigermaßen zufrieden. Das heißt, wir werden denen jetzt auch wieder Futter zur Verfügung stellen. Oh, das wird teuer. Ich sehe das schon. Oh, das wird teuer. Das ist noch machbar. Und dann haben wir jetzt noch was zu tun. Und zwar müssen wir jetzt zusehen, dass die hier aufhören, ständig ihre Sachen zu bekommen, die sie nicht bekommen sollen. Da jetzt eigentlich Wäsche eingestellt, ja. So. Auch noch einen Hund hin. Irgendwie so, keine Ahnung. Hauptsache, er schnüffelt alles ab. Dann wird nämlich frühzeitig gefunden, was gefunden werden muss. Und das ist gut. Wir haben ja. Ach, der kann ja noch. Ich habe gerade geguckt, so was der Generator noch so braucht. Aber der braucht ja nichts mehr. Dem geht's ja gut. Mal glatt mal überlegen, ob wir hier nicht das hier abzwacken, dem Generator hier wieder ein bisschen Luft geben. Vielleicht gar nicht so unintelligent bei dem, was ich noch so vorhabe. Zapfen wir das mal ab. Machen wir weg. Ja, wäre nett, wenn ihr es da direkt hingebaut hättet. Dummes Volk. Hauptsache, wir haben es wieder wegrennen. Naja, noch gehen sie nicht in ihre Zellen. Noch ist alles gut. Und da haben wir schon wieder Strom. Gut. So, jetzt möchten wir meines Erachtens ein bisschen mehr Kontrolle über die Leute haben. Finde ich, dass wir das möchten. Ich finde, dass wir das möchten. Und zwar zwei Abhörgeräte. Auch Strom brauchen. Dann möchte ich das hier auch ein bisschen automatisieren. Da muss ich noch überlegen. Nee, doch. Nee, doch. Machen wir es mal so. Dass wir ein paar Sachen einfach mal ein bisschen automatisiert bekommen. Zum Beispiel auch das hier. Dass da nicht ständig ein Polizist stehen muss, der es kontrolliert, was da abgeht. Ich hatte gefragt, was das für ein Geräusch ist. Oh, da ist es schon wieder um. Die Folge ist wieder voll. Ja, schon wieder viel zu schnell. Dann machen wir das in der nächsten Runde.
Und ja, das kriegen wir alles hin. Das läuft. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, dann seid ihr dabei, wenn wieder was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.